Erst immer eine schwierige Sache, sowas. Das ist immer echt eine schwierige Geschichte, wenn man da nicht bei war. Aber gut, man musste jetzt eine Entscheidung treffen. Ich habe sie getroffen. So ist das halt. Punkt aus, Ende. Wenn Sie hier sind, um über Benesias Tod zu reden, können Sie sich die Mühe sparen. Sie hat sich das selbst zuzuschreiben. Vielleicht ist sie jetzt letzten Endes besser dran. Vielleicht. Sie war einst eine gute Person, bevor sie von der Macht der Sovereign verändert wurde. Ich sollte mich lieber daran erinnern, wie sie früher war. Die besten Eigenschaften Ihrer Mutter leben in Ihnen weiter. Ihre Entschlossenheit, Intelligenz und Stärke. Nett von Ihnen, das zu sagen. Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, aber es geht mir gut. Benesia hat ihren Weg gewählt, so wie ich den meinen. Ich bleibe bis zum Ende bei Ihnen, Shepard. Wissen Sie, warum sich Benesia mit Saren zusammengetan hat? Benesia wurde in Ereignisse hineingezogen, die sie nicht kontrollieren konnte. Und das war zu viel für sie. Sie wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und wurde zu einem Teil des Dings, das sie eigentlich aufhalten wollte. Aber ich werde mich daran erinnern, wie sie gelebt hat, okay, und nicht an ihren Tod und dieses Andenken ehren. Meine Mutter war stark, gütig und wunderschön. Nee, ich glaube nicht. Und jetzt ist sie fort. Kommen Sie klar? Es ist nett, dass Sie fragen, Shepard. Ich vermisse Sie. Und ich traure wegen dem, was ihr zugestoßen ist. Aber ich werde mich von meinem Kummer nicht bei dem beeinflussen lassen, was wir bezwecken. Erzählen Sie mir etwas über sich, Lia. Über mich? Ich bin leider nicht besonders interessant, Commander. Ich habe den Großteil meiner Zeit bei entlegenen Ausgrabungen verbracht und weltliche Objekte aus schon lange vergessenen proteanischen Ruinen ausgegraben. Klingt gefährlich und einsam. Sehr einsam. Sogar. Zuweilen traf ich auf einheimische Lebensformen oder mal auf eine kleine Gruppe Söldner oder Plünderer. Aber ich war immer sehr vorsichtig. Bevor mir die Geth nach Artemis Tau folgten, war ich nie in einer Situation, die meine Biotiken nicht bereinigen konnten. Und die Einsamkeit? Nun, das ist der Aspekt, der mir am meisten behagte. Manchmal habe ich einfach das Bedürfnis, allein zu sein. Mögen Sie keine Gesellschaft? Ich schätze, das kommt daher, dass ich die Tochter der Matriarchin bin. Die Leute haben erwartet, dass ich Benesias Beispiel folge. Sie wollten, dass ich eine Anführerin unseres Volkes werde. Triarchinnen leiten ihre Anhänger in die Zukunft. Sie suchen die Wahrheit über das, was noch kommen wird. Vielleicht habe ich aus diesem Grund ein solches Interesse für die Geheimnisse der Vergangenheit. Ja, aber du bist ja noch im Grunde ist sie ja noch voll jung. Albern, 106. Wenn man es laut ausspricht. Es klingt, von daher, als wäre ich nur Archäologin geworden, um Benesia zu ärgern. Alle Kinder rebellieren gegen ihre Eltern. Es ist ein natürlicher Teil des Erwachsenwerdens. Sie besitzen die Weisheit der Matriarchin, Shepard. Das ist genau das, was Benesia gesagt hat, als ich ihr von meiner Entscheidung erzählte. Aber es steckte mehr dahinter. Ich fühlte mich schon immer von der Vergangenheit angezogen. Die Proteaner waren diese wundersamen, geheimnisvollen Wesen. Ich wollte alles über sie wissen. Darum finde ich sie auch so faszinierend. Sie wurden vom Sender auf Eden Prime gezeichnet. Sie wurden von funktionierender proteanischer Technologie berührt. Das klingt irgendwie, als würden Sie mich am liebsten in irgendeinem Labor sezieren. Was? Nein, ich wollte nicht andeuten. Ich wollte Sie nicht beleidigen, Shepard. Ich habe damit nur gemeint, dass Sie ein interessantes Testsubjekt für eine genauere Studie wären. Nein, das ist ja noch schlimmer. Ist ja schon gut. Beruhigen Sie sich, Liara. Ich habe nur Spaß gemacht. Spaß? Oh, bei der Göttin. Wie konnte ich nur so dumm sein? Sie müssen mich für eine totale Närrin halten. Jetzt wissen Sie, warum ich meine Zeit lieber mit Daten und Computern und bei Ausgrabungen verbringe. Ich scheine vor anderen Leuten immer nur peinliche Dinge zu sagen. Bitte, tun Sie einfach so, als hätte diese Unterhaltung niemals stattgefunden. Dann auf Wiedersehen. Wiedersehen, Shepard. Ja, noch ein bisschen naiv, Liara. Aber das wird sich alles ändern. So, dann haben wir eigentlich nur die unten. Was ist das eigentlich? Frachtraum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben wir noch. Und dann... Ja, Hammer, geil, dann sind wir soweit... fertig, dann müsste ich, naja, dann würde ich halt nochmal zur Citadel gehen, weil ja, ein paar Sachen, na gut, dann muss ich noch das für Nassana abgeben. Shepard,
Ich muss mit Ihnen sprechen. Es ist wichtig. Ja. Stimmt etwas nicht? Es geht um die Daten, die Sie der GET-Steuerungseinheit entnehmen konnten. Die Informationen, die Sie der Allianzkontrolle übermittelt haben. Ich möchte eine Kopie davon. Ich gehe davon aus, dass Sie diese Daten der Migrantenflotte übermitteln möchten. Diese Dateien enthalten Informationen, mit deren Hilfe wir die GET vielleicht besser verstehen können. Sie könnten der Schlüssel dazu sein, unsere Heimatwelt zurückzuerobern. Wenn ich Ihnen diese Daten gebe, ist Ihre Pilgerreise vorüber. Sie werden dann zu Ihren Leuten zurückkehren. Aber nicht sofort. Ich werde so lange bei Ihnen bleiben, bis wir Saren aufgehalten haben. Aber mein Volk braucht diese Informationen. Sie glauben also, dass Sie mithilfe dieser Informationen Ihre Feinde eliminieren können? Nicht sofort. Wir müssen sie erst analysieren. Das könnte Jahre dauern. Aber so können wir erfahren, wie sich die GET in den letzten Jahrhunderten verändert und weiterentwickelt haben. Okay. Geht in Ordnung. Fertigen Sie eine Kopie an. Mein Volk und ich stehen tief in Ihrer Schuld. Ich werde sie nie zurückzahlen können. Wer weiß, ich kann Ihnen nur anbieten, was ich ohnehin schon versprochen habe. Dass ich bei Ihnen bleibe, bis wir Saren und die GET besiegt haben. Mehr habe ich nie erwartet. Ich danke Ihnen, Shepard. So, dann ist das eigentlich... Das ist... Ja gut, das stand ja hier drin. Das heißt, das habe ich jetzt erledigt. Bla bla. Ja, sehr gut. Jetzt werde ich halt mit den Rest reden. Dann würde ich ja eigentlich nochmal gerne einen kleinen Abstecher zur Citadel machen. Commander, schön Sie zu sehen. Sie sind schon eine Weile bei der Citadel-Sicherheit. Haben Sie schon viel miterlebt? Nun, nicht so viel wie Sie. Ja, aber ich habe doch schon einige interessante Dinge gesehen. Dann... Das kann ich mir vorstellen. Eigentlich mal wieder ein paar Planeten abklappern, ist zwar ein bisschen langweilig, aber da gibt es ja auch mal Missionen. Ich erinnere mich noch an diesen salarianischen Genetiker, gegen den ich ermittelte. Was man machen kann. Dieser Fall war ziemlich verstörend. Was ist passiert? Warum haben Sie gegen ihn ermittelt? Ich hatte die Aufgabe, den Schwarzmarkthandel auf der Zitadelle zu verfolgen. Der Großteil davon ist harmlos, nichts, was einer Untersuchung wert wäre. Aber im Verlauf meiner Nachforschungen fiel mir auf, dass der Handel mit Körperteilen zunehmend florierte, hauptsächlich mit Organen. In geringem Ausmaß ist das durchaus üblich, aber diese Häufigkeit war doch ungewöhnlich. Wir waren uns nicht sicher, ob es ein neues Schwarzmarktlabor gab oder ob ein Irrer Organe von Bürgern verkaufte. Und was war es? Eigentlich beides, aber wir brauchten eine Weile, um das herauszufinden. Wie haben Sie herausgefunden, was wirklich vor sich ging? Zuerst fanden wir eine Probe und machten einen DNS-Test. Das Seltsame war, dass der uns zu einem Turianer führte, der noch am Leben und überzeugt davon war, nie eine Leber verloren zu haben. Nach einigen Nachforschungen fand ich heraus, dass dieser Turianer kurz für Dr. Salion, den Genetiker, gearbeitet hatte. Also ging ich in sein Labor, weil ich hoffte, dort Beweise für geklonte Organe zu finden. Aber da war nichts. Keine salarianischen Herzen, keine Turianerlebern, nicht mal ein Kroganerhoden. Was? Sie machen Witze, oder? Was sollte denn jemand mit Kroganerhoden anfangen? Einige Kroganer glauben, dass Hodentransplantationen ihre Männlichkeit steigern. Sie wirken den Effekten des Genophage entgegen. Es nützt zwar nichts, was sie aber nicht davon abhält, sie trotzdem zu kaufen. Sie bezahlen bis zu 10.000 Credits pro Stück dafür. Das macht 40.000 für ein komplettes Set. Irgendjemand da draußen ja, macht damit... Kroganer haben davon vier. Vier Hoden. Was haben Sie wegen des Genetikers unternommen? Ich habe einige seiner Angestellten verhört. Ich wollte versuchen, sie zum Reden zu bringen. Während ich einen von ihnen befragte, stieß ich auf etwas Verdächtiges. Ja, sprechen Sie weiter. Einer der Inhaftierten begann während der Befragung stark zu bluten. Wir wollten ihn verarzten, aber da drehte er durch. Er flippte völlig aus. Ich ordnete eine genaue Untersuchung an, um herauszufinden, was da vor sich geht. Unsere Mediziner fanden an seinem ganzen Körper zahlreiche Einschnitte. Einige waren noch nicht sehr alt. Das war der Durchbruch. Diese Leute waren nicht nur Dr. Salions Angestellte, sie waren seine Laborversuche. Umherlaufende, lebendige Laborversuche. Okay, das ist crank, aber richtig. Er ließ die crank. Ersatzteile in diesen Leuten wachsen. Genau. Er klonte ihre Organe in ihrem eigenen Körper. Dann schnitt er sie heraus und verkaufte sie. Die meisten Opfer waren sehr arm,
Er zahlte ihnen einen kleinen Anteil des Verkaufspreises, aber nur, wenn die Organe auch gut waren. Krasser Scheiß. Manchmal wuchs ein Organ nicht richtig, dann ließ er es einfach drin. Nett. Die meisten von ihnen waren völlig am Ende, aber nur innen, gut versteckt, sodass es niemand sehen konnte. Hoffentlich hat er bekommen, was er verdient hat. Das ist das Schlimmste daran. Wir haben ihn nie gefasst. Warum nicht? Was zum Teufel ist denn passiert? Er ist geflohen. Er sprengte sein Labor in die Luft und eilte mit einigen seiner Angestellten zum nächsten Raumdock. Als ich es herausgefunden hatte, war das Schiff bereits abgeflogen. Er drohte, seine Geiseln zu töten, wenn wir versuchen würden, ihn aufzuhalten. Aber sie sind ihm doch gefolgt, oder? Ich befahl der Verteidigung der Zitadelle, ihn abzuschießen. Aber das Hauptquartier der Zitadellsicherheit widerrief meinen Befehl. Sie machten sich Sorgen um die Geiseln. Sie waren besorgt wegen der zivilen Verluste, wenn das Schiff so nah an der Zitadelle abgeschossen würde. Ich sagte ihnen, dass die Geiseln so oder so dem Tod geweiht wären. Er würde sie nur benutzen, um weitere Organe zu erschaffen. Aber sie wollten mir einfach nicht zuhören. Das Risiko war viel zu groß. Man verfolgt das Schiff und legt es dann lahm. Das ist der beste Weg. Sie haben ihm das Militär hinterhergeschickt. Aber er ist trotzdem entkommen. Ja, das haben sie. Ich ging zu Palin und erzählte ihm, was ich von ihm und seiner Politik hielt. Er sagte, wenn mir das nicht passt, soll ich ihm kündigen. Und das hätte ich auch beinahe getan. Sie hätten dieses Schiff doch bloß lahmlegen müssen. Dann hätte er nicht mehr weggekonnt. Vielleicht sterben die Geiseln dabei, vielleicht aber auch nicht. Doch zumindest hätten wir den Bastard so aufhalten können. Ich kann beide Seiten irgendwie verstehen, aber was geschehen ist, ist geschehen. Sieht ganz so aus. Ich kann jetzt keine Zeit mehr damit vergeuden, darüber nachzudenken. Ich wünschte nur, ich hätte ihn aufhalten können. Das ist alles. Wissen Sie, was aus Dr. Saleon geworden ist? Ich habe ab und zu meine Fühler ausgestreckt und gehofft, etwas herauszufinden. Vor einer Weile glaubte ich, ihn gefunden zu haben. Er hatte ein anderes Schiff und seinen Namen in Dr. Hart geändert, was er wohl sehr witzig findet. Ich erzählte es dem Militär, aber sie waren nicht davon überzeugt, dass er es wirklich ist. Ich habe die Transponderfrequenz seines neuen Schiffs, aber niemand will sich der Sache annehmen. Ich überprüfe die Koordinaten, sobald ich dazu komme. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Aber Commander, nehmen Sie mich mit, wenn Sie losfliegen. Wenn es wirklich Saleon ist, will ich dabei sein, wenn Sie ihn finden. Das werde ich, Garrus, das werde ich.